So, ab jetzt geht's dann weiter mit dem Stativ. Dann wird es ein bisschen ruhiger. Also hier in der Ecke habe ich Leseproben und ja, Lesezeichen und was sonst noch alles so in den Büchern drin liegt. Und dann ein Buch, das meine Mutter mir weitergegeben hat. Eine exklusive Liebe. Ich weiß nicht wirklich, um was es dort geht, aber sie gibt mir immer die Bücher, die sie gelesen hat und nicht unbedingt halten will. Dann The Railway Children. Das ist eine Empfehlung von Emma Watson. Also, sie hat dieses Buch schon mehrere Male gelesen und schon seit sie klein ist. Und da habe ich mir gedacht, so schlecht kann es ja da nicht sein. Und dann Liebe ist nichts für Feiglinge, auch von meiner Mutter bekommen. Das hat so einen tollen Buchschnitt. Aber ja, oben ist nichts. Nur auf der Seite und unten. Und dann noch nicht gelesen. Darth Paper schlägt zurück. Wir sind auch. Ja, es ist ein Kinderbuch halt. Aber ich glaube, das ist auch irgendwo, wie man so ein Dove Paper basteln kann, ja. Dazu gibt es noch zwei andere Teile. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Und dann hier meine komplette Reihe, die ich alle noch nicht gelesen habe: meine Barnes & Noble Bücher. Zuerst Peter Pan. Wir hatten Silbernbuchschnitt. Hier sind, glaube ich, keine Bilder drin. Nein. Und dann Alice Adventures in Wonderland und Through the Looking Glass. Da sind zwei Geschichten drin. Ist rosa auf den Seiten. Und ja, auch ein Buch der Barnes & Nobles Collection. Leatherbound Classics heißen die. Und dann Dracula ist schwarz. Und ja, wie gesagt, alle noch nicht gelesen. Und dann Jules Verne's Seven Novels. Ein sehr fetter Schinken. Und auch dann überall vergoldet. Oder wie man es auch immer sagt. Und dann nochmal Alice in Wonderland. Und da sind halt auch noch andere Geschichten von Lewis Carroll drin. Oder andere Geschichten von Alice. Ich weiß nicht genau. Und da sind, soweit ich weiß, hier schon mal Bilder. Ich glaube, innen waren auch Bilder, oder? Ja. So sieht das mal aus. Also die Bücher sind echt wunderschön und ich musste mir einfach einige davon kaufen. So, mal rüberschwenken. Und dann hier Hans Christian Andersen, Classic Fairy Tales. Und da sind, soweit ich weiß, auch Bilder drin. Ja. So. Und hier ist es auch sehr schön gemacht. Und dann The Chronicles of Narnia von C.S. Lewis. Eins meiner Lieblingsbücher. Also nicht, weil ich es gelesen habe, aber von der Aufmachung her. Und das wollte ich eigentlich auch in dem Video meiner Top 5 Lieblingscover zeigen, aber ich habe die anderen 5 dann doch noch schöner gefunden. Und hier gibt es auch Bilder drin, oder? Ja, auch mit Bildern. Und dann hier ist die ganze Narnia-Karte drin.
Dann der Iliad und der Odyssey. Das ist ohne Bilder. Und dann die Märchen der Gebrüder Grimm. Auch mit Bildern. Auch total toll gemacht hier. Und die Bücher kosten, ich sag mal, nur 18 Dollar. Was ja gerade mal 15 Euro sind oder so. Und ja, das finde ich echt nicht viel. Dann Wicked und Son of a Witch. Und da gibt es auch eine Karte im Innern. Ich mag ja solche Karten total. Ja, ohne Bilder. Dann The Complete Works of William Shakespeare. So dick ist das Buch. Und ich habe da mal angefangen drin zu lesen, aber das Englisch ist so kompliziert. Also das geht noch wirklich überhaupt nicht bei mir. Dann The Vampire Chronicles von Anne Rice. So, ein bisschen rüber. So. Und so sieht es von innen aus. Und dann mein fettestes Buch überhaupt. Charles Dickens, Five Novels. Buch ist 1482 Seiten. Also das ist schon echt fetter Schinken. Aber wunderschön gemacht. Und hier stehen hier auch die Geschichten, die drin sind. Dann Habibi, ein Comic sozusagen von Tom Craig, ja? Ne, Craig Thompson nicht. Ja, und dann haben wir hier auch Bilder drin. Also das ist ein kompletter Comic. Das müssen wir auch mal in der Schule lesen. Ja, sogar letztes Jahr war das. Und ja, das Buch hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und ich habe es, glaube ich, auch sofort zweimal gelesen, weil es halt so schnell geht. Und dann habe ich hier noch, das habe ich, als ich damals in New York war, entdeckt. 36 Hours. Da hat man dann innen so eine Menge Destinationen in den USA. Das Buch kommt auch demnächst mit Europa raus. Und ja, weil ich irgendwann mal durch die gesamten Vereinigten Staaten reisen will, müsste das Buch natürlich sein. So. Und dann zur nächsten Etage.